Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu diesem neuen Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind jetzt hier bei 3964 Pokalen und wir haben keine Gems gerade, dafür 43.000 Gold. Und ja, ich habe übrigens nochmal den Lava-Hund hier gezogen, zweimal. Haben wir jetzt auch auf Level 2. Benutze ich eigentlich nicht, aber okay. Ich würde sagen, wir fighten jetzt hier mal. Mal sehen, welche Gegner wir bekommen. Wir haben natürlich das Ziel hier, dass wir mal wieder die 4.000 Pokale erreichen. Ja, ich hatte natürlich 4.100, richtig scheiße. Alles verloren, wirklich jedes Spiel hintereinander. Und ja, das ist jetzt das erste Spiel hier. Ich habe eben gerade einen Unentschieden rausgeholt und jetzt muss ich mal hier gucken, was ich hier reißen kann. Übrigens habe ich dreimal gegen einen Typi aus dem Clan, also ihr müsst euch vorstellen, der Clan heißt irgendwie TT Barakurs oder so, ist ein französischer Clan. Und gegen drei verschiedene Typen von dem Clan habe ich schon mal gekämpft. Das heißt, jedes Mal derselbe Clan, jedes Mal denke ich, oh lol, schon wieder die. Oder zum Beispiel die von Made in Turkey, gegen die habe ich auch schon mal irgendwie zwei oder dreimal gekämpft. Auf jeden Fall auch schon ziemlich häufig. Wenn ihr hier so weit oben seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch natürlich viel höher, dass ihr irgendwie Spieler häufiger trefft, weil es halt noch nicht so viele Spieler hier oben gibt. Und ja, jetzt mal ganz kurz hier zum Match. Wir führen hier sogar, sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Er hat jetzt den Push, wir haben keinen Elixier. Wenn er jetzt hier noch gleich den Feuerball drauf wirft, dann sind wir komplett weg. Okay, er setzt den Poison. Das ist sogar okay jetzt hier. Die Barbaren gehen jetzt sowieso drauf. Das macht jetzt keinen Unterschied hier, ob die noch weiterleben würden. Jo. Das passt hier auf jeden Fall. Die Barbaren sind down. Er hat die zwei Elixierpumpen. Er hat jetzt hier auf jeden Fall einen klaren Vorteil. Ja, er kommt jetzt hier mit Princess und mit dem Dings hier. Ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal abgewehrt. Dann nehmen wir mal ganz easy den Eismagier und hoffen. Ja, natürlich setzt er jetzt den Schweinereiter. War sogar eigentlich ganz okay. Denn jetzt macht der Schweinereiter hier gar keinen Hit mehr. Okay, jetzt kommt wieder die Princess. Ja, mal schauen. Ja, wir holen sogar den ersten Tower hier. Das sollte doch easy ein Sieg werden, obwohl man sich hier nicht zu sehr ausruhen darf. Ja, okay, mal sehen. Er wird jetzt hier auf jeden Fall einen Hit machen. Macht natürlich zwei und mein Tower ist down. Super. Ja, ich weiß nicht, hat er gesappt? Ich habe es, glaube ich, gerade vergessen. Ja, jetzt hat er den Zap. Super. Und jetzt steht sie ja gleich auf. Und ja, ich sehe es schon kommen, dass wir am Ende verlieren. Ist eigentlich immer dasselbe. Ja, da kommt doch schon Schwein. Da kommen schon wieder zwei neue Nachrichten rein. Ah, super. Okay, Sepp, er macht jetzt hier schon wieder ordentlich Schaden mit dem Poison. Er hat jetzt aber schon den Sepp verwendet. Da können wir jetzt ganz einfach hier mal mit den Dings hier pushen, mit dem Koboldfass und dem Riesenskelett. Mal gucken, ob wir da irgendwas reißen können. Nö, natürlich nicht. Jetzt, wenn er jetzt gleich Sepp, dann sind wir natürlich... Super, Leute. Nein, jetzt verlieren wir das. Nein, in den letzten zwei Sekunden. Okay, der Tower hat jetzt noch ein bisschen Leben. Ist okay. Jetzt kommt die Princess. Jetzt müssen wir die Pfeile draufhauen. Jetzt haben wir die Pfeile nicht mehr für irgendwas anderes. Sehr gut. Ja, Leute, es ist eigentlich sowieso egal, weil er holt jetzt sowieso mein Tower hier mit dem Poison weg. Ja, und genauso ging es mir halt vorher auch. Ich spiele nicht schlecht eigentlich und trotzdem verliere ich dann halt. Es geht halt gerade die ganze Zeit so weiter. Minus 25, ja, ist noch okay, aber naja. Okay, muss man halt akzeptieren hier. Und ja, ich würde sagen, wir drücken jetzt hier mal ganz easy auf okay und dann springen wir auch gleich schon mal in den nächsten Fight rein. So, wir haben jetzt hier richtig schön Minus gemacht. So, der zweite Fight gegen BMW, okay. Gegen BMW. Mal sehen, ob er, also ich, mich würde es mal interessieren, ob er sich irgendwie freiwillig nach der Marke benannt hat oder ob er irgendwie darunter eine andere Abkürzung versteht als die Automarke. Naja. Er hat auf jeden Fall nicht so viele Pokale. Ja, mal schauen. Okay, Princess haben wir hier. Ja. Barbaren jetzt hier zum Riesen, genau. Der sollte jetzt ja auf jeden Fall schon mal abgewehrt sein. Okay, ihr Bomber natürlich. Jetzt wird gleich alles down gehen.
Riesenskelett müssen wir jetzt setzen hier. Wenn wir Glück haben. Ja, ja, sollte eigentlich passen hier. Die sollten jetzt nicht eigentlich alle wunderbar hier reinlaufen. Boom. Sehr schön. Das passt hier auf jeden Fall. Jetzt kommt schon wieder der Riese. Wären wir natürlich auch wieder ganz easy mit dem Kampfholz ab. Jo. Kampfholz, Leute. Ich sag's jede Folge. Und jede Folge meine ich es auch immer noch so. Kampfholz, einer der besten Legendaries. Und ja, nur ganz kurz am Rand, ne? Der Inferno Dragon ist ja schon draußen. Und ich hatte schon zwei Chancen, dass ich den bekomme. Wirklich zwei Chancen. Zweimal habe ich eine Legendary gezogen. Und es war wirklich nicht der Inferno Dragon. Einmal hatte ich übrigens noch eine Legendary Chest. Und danach sogar noch eine Epic Chest. Da war halt nur Dreck drin. Habe ich halt den Lava-Hund rausgezogen. Und ich habe halt auf den Inferno Dragon gehofft. Natürlich habe ich ihn nicht bekommen. Na gut, ist halt immer auch die Frage, ob ich ihn wirklich brauchen würde. Aber natürlich kann man da sagen, ja man, ich habe alle Legendaries und so, ne. Ist auf jeden Fall schon mal, ja, ich setze jetzt hier einen Riesen. Ich finde es mal super, wie die immer alle gleich spielen. Wirklich jeder, der einen Riesen hat. Und zum, das Riesenskelett läuft immer außenrum. Jedes Mal setzt ihr einen Riesen so, dass das Riesenskelett außenrum läuft. Ja, das nervt echt so hart. Und jetzt kommt auch noch hier der Megalakai. Ja. Oh, die Princess lebt noch. Und Leute, es ist schon ein bisschen spät. Ich gehe hier ab und zu einfach mal zwischendurch. Ganz easy auf jeden Fall. Ja, super. Lakai-Norde. Boom. Easy abgewehrt. Sehr schön. Kommt noch der... Der Dings hier, das Musketier kommt noch hinten dran, da säbt er nochmal. Ja, super, Bomber kommt jetzt. Den setzen wir auf jeden Fall hier mal so, die Barbaren, damit der hier nicht an den Tower kommt, die Bombe. Jetzt muss ich hier mit dem Riesenskelett verteidigen. Ja, jetzt ist die heiße Phase von so welchen Spielern. Die pushen mich jetzt hier zu Tode. Und genau das ist die Gefahr, wenn ich noch keinen Tower geholt habe, dass ich dann halt übelst auf die Fresse kriege, wenn ich am Anfang halt nicht den Tower hole. Es ist dann ganz schwer, wieder aus diesem Push da rauszukommen. Ja, super. Geil, es passt so perfekt einfach. Es ist wirklich, es passt so perfekt zu meinen Spielen. Brauchen wir auch gar nichts mehr zu setzen. Es ist wirklich einfach nur, ja, einfach Pech heute. Ja. Minus 36, super. Damit sind wir auch nur bei 3009. Eigentlich wollte ich die Folge auch so machen, dass wir wieder hochkommen. Stattdessen kommen wir runter. Und Leute, schon wieder ein Typ von Maiden Turkey. Was ist denn hier los? Das ist ja unnormal. Level 11 auf jeden Fall. Wir sind Level 10. Nicht so fair, finde ich. Aber okay, damit müssen wir jetzt leben. Wir setzen jetzt hier den Eismagier. Jetzt noch ganz kurz hier das Kampfholz und irgendwas. Ja, genau. Kampfholz hinten dran. Jo, Princess noch. Das passt ja auf jeden Fall. Dann macht der Eismagier einen guten Job. Wird wunderbar hier die den Holzfäller ab. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wir warten noch kurz. Ja, Leute, perfekt gesetzt. Der Tower wird jetzt hier nur gefreezed. Und nicht meine Barbaren. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig nett. Die Princess, mal sehen, ob die down geht. Ich weiß nicht. Ich warte lieber noch mal. Vielleicht holen die Barbaren ja die Princess. Ja, perfekt. Da müssen wir jetzt keine Pfeile verschwenden für die Princess. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig spielentscheidend. Zum Beispiel, genau, wenn er jetzt mit einem Miner kommt und dann hat er noch die Lakaien und ihr habt keine Pfeile, dann war das zum Beispiel jetzt ein Fehler, dass ihr die Pfeile draufgehauen habt. Deswegen müsst ihr immer denken, was lohnt sich jetzt, was lohnt sich nicht. Das ist auf jeden Fall manchmal wirklich ganz kleine Situationen sind das spielentscheidend. Zum Beispiel der Start. Ihr habt einfach Kackkarten, der Gegner spielt nicht besser und am Ende verkackt ihr dann, weil der halt einen guten Start gehabt hat. Ihr halt nicht gegenkontern könnt. Ja, er kommt jetzt hier wieder mit dem Miner. Ganz easy, Level 11 Barbaren. Werden wir hier ganz easy ab. Starker Feuerball von ihm auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir setzen jetzt hier die Princess. Mal sehen, was er setzt. Hoffentlich setzt er auch seine Princess, weil dann können wir ihn auf jeden Fall ärgern. Und ja, warten noch kurz, bis das Elixier wieder ein bisschen voll ist. Dann pushen wir jetzt hier auf jeden Fall mal mit unserer Princess. Jetzt müssen die Pfeile kommen, Leute. Genau, bumm. Weil das nervt den Gegner richtig hart. Der muss dafür jetzt nochmal Elixier verschwenden, muss nochmal irgendeine Karte verschwenden und... Ja, jetzt schnell das Kampfholz. Ja, Mann. Das Kampfholz hat perfekt abgewehrt hier die Lakaienhorde, sonst wäre die wahrscheinlich vom Sepp hier noch getötet worden. Ja, die Prinz geht jetzt da drauf. Vielleicht können wir jetzt durchpushen hier. Ich hoffe, es wird jetzt reichen. Okay, ich habe den King Tower jetzt hier mit erwischt. Das war vielleicht nicht ganz so gut von mir jetzt hier.
Ja gut, die Kobolde hier ist okay. Kaum Leute, wir gewinnen das jetzt hier. Wir können es gewinnen. Boom, sehr schön. Schön hier warten auf die Dings. Ja, jetzt ist Kampfholz. Ja, das passt hier auf jeden Fall. Komm schon, kein Hit, kein Hit. Genau. Ja, genau. Scheiß Feuerball, ey. Nur wegen dem Feuerball. Und jetzt verlieren wir natürlich jetzt, weil er jetzt hier noch den Zap hat. Ja, genau. Können wir gerade vergessen. Die, ach, es ist einfach nur geil, Leute. Minus 200 Pokale. Es läuft doch auf jeden Fall richtig gut gerade für uns. Super. Stark, Leute. Von 4100 wunderbar runter. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Und ja, die nächste Folge Clash Royale gibt es in 4 Tagen. Bis dann.